Hallo Freunde und herzlich willkommen hier bei LewisCast10. Ich begrüße euch zu einem Unpacking. Heute haben wir ein Päckchen von NBA Store bekommen. NBA Store Europa. Ja. Und die versenden aus Manchester, England. Und ich habe mir da was Schönes geholt. Es ist zwar jetzt Sommerpause, aber ich denke, es geht bald wieder los, wenn die NBA wieder anfängt. Und in der NBA gibt es verschiedene türkische Spieler. Und ich glaube, der zurzeit erfolgreichste Spieler steckt hier drin. Naja. So, dann machen wir es mal auf hier. Eine Weile gedauert, Freunde, ein paar Wochen, aber jetzt ist es endlich bei mir. Und Leute, ihr wisst, ich liebe Basketball, und wenn ein türkischer Spieler dort spielt, dann wechselt sich auch automatisch das Team. Also für mich ist, wie gesagt, wichtig, dass halt der Spieler, den ich mag, dort spielt. So, da seht ihr schon eine 28. Ja. Na, wer könnte es sein? Eine 28. Rot. Ja, ich sag mal, Texas. Da hat schon mal ein türkischer Spieler gespielt. Aber jetzt zurzeit aktuell ein richtig guter Spieler, Freunde. Ja, es ist, Freunde, Alperen Şengün von den Houston Rockets. Da habe ich mir mal das Nike Heimtrikot bestellt in XXL. Ich hätte es gerne in 3XL gehabt, aber gab es nicht mehr. Ich hoffe, dass die Größe passt. Ja, Nike. So, machen wir mal auf. Aha. Sieht mal cool aus. So, das ist Houston Rockets Icon Swingman Jersey 19 Alperen Şengün Size 2XL. Yeah, cool. So, da sehen wir die Rückennummer. Şengün, Nummer 28, und natürlich Original NBA Authentics, ja, NBA Store Standard Fit, von der Größe her, Nike Dry, Dry Fit Technologie, haben die gemacht. Boah. Gemacht aus recycelten Fibers. Toll. Nachhaltigkeit wunderbar. Da sehen wir NBA Store. Und jetzt machen wir mal auf hier. So. Da sehen wir, das ist NBA. Größe 58, würde ich mal sagen, oder 56, ich glaube, es ist 58, kann man nicht so, 58, ja, XXL. Und da sehen wir, das ist das Jersey von Alperen Şengün. Hier ist Nike Logo und die Rockets, die Houston Rockets, Freunde, Nummer 28. Spielfreunde, er spielt Center, ist ein richtig skilled Spieler, Freunde. Ich werde mal gucken, ob ich ein paar Videos finde, die ich verlinke. Da könnt ihr euch mal ein Bild machen von Alperen Şengün oder Alpi. Ja, der Typ hat drauf, richtig krasse Moves, richtig geile Moves. Also für so einen Spieler in der Länge,
Der macht richtig geile Assists und Dunks und ich hoffe, dass der in der neuen Saison auch wieder in der Starting Five sein wird. Hoffe ich doch mal wirklich. Er war, wie gesagt, letzte Saison in der Starting Five und die Fans lieben ihn. So, das ist das Nike Alperen Şengün Rockets Nummer 28 Jersey von Nike. Freunde, Swingman Jersey. Ja. So, das war's, Freunde. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich werde das gleich mal anziehen und hoffe, dass es auch von der Größe her passt. Mir persönlich, wie gesagt, wäre lieber gewesen, eine Nummer größer oder 3XL ist besser, weil so Jerseys, wenn die locker sitzen, da kannst du T-Shirts runter anziehen und sowas, weißt du. Aber ich hoffe, das passt. Fühlt sich sehr gut an. Richtig nice. So, das war's, Freunde. Ich sag bis demnächst. Bye, bye. So, Freunde, da bin ich wieder. Ich hab's anprobiert. Und ich muss sagen, es könnte eine Nummer größer sein. Es gab zwar 3XL, aber leider war diese Größe ausverkauft. Deshalb gab es nur XXL und dann halt kleiner. Und es ist die Größe 56, Freunde. Ich dachte 58, aber es ist 56. Hier steht, ja, es ist aus 100% Polyester. Bei Polyester bin ich so ein bisschen vorsichtig. Aber das ist aus hochwertigem Polyester gemacht. Denn, woran merke ich das? Wenn ich das an- und ausziehe, dann knistert das nicht. Ja? Bei billigem Polyester, wenn du das anziehst, dann knittert und knattert und oh Leute, da kriegst du deine Armhaare stehen zu Berge, deine Nackenhaare stehen zu Berge, aber hier ist wirklich, da hat nichts geknattert, geknittert oder so, ne? Es ist wirklich aus hochwertigem Material gemacht. Bei 30 Grad habe ich gesehen, muss man das waschen. Und ist made in Thailand. Aber ist ja nicht so schlimm. Es ist ja, heutzutage wird ja alles im asiatischen Bereich gemacht. Also das ist normal. Da kannst du nicht erwarten, dass es made in den USA ist. Aber das ist, wie gesagt, das Alperen Şengün Alpi Houston Rockets Jersey Swing. Swing Jersey. Original NBA. Richtig nice. So, das war's aber jetzt wirklich. Also ich kann es empfehlen, Freunde. Ich glaube, ich muss mal ein bisschen meinen Bauch reduzieren. Dann passt es auch wunderbar. Das ist jetzt mein zweiter Jersey nach Hido Türkoğlu. Habe ich von der Orlando Magic aus Amerika bekommen. Von einem Kumpel, der hat mir das geschickt. Und das war XXL und das war riesengroß. Ja. Deshalb dachte ich, dass hier XXL passt. Das ist eher so europäisches XXL. Wenn du aus den USA XXL bestellst, Freunde, das ist dann richtig groß. Aber naja, wie gesagt, NBA Store Europa fühlt sich sehr gut an. Ich denke, das ist richtig gute, originale Nike-Qualität. Wunderbar. So, Leute, ihr könnt mir gerne in den Kommentaren schreiben, schaut ihr die NBA? Gibt es einen Spieler, den ihr bevorzugt oder ein Team? Wir können alles gerne hier diskutieren oder labern hier in den Kommentaren, Freunde. Und jetzt bin ich ready for the Houston Rockets in the new season. Yes, Alpi Şengün, yay!